Kann man hier überall auch woanders hin auf die Planeten oder nur das? Also ich meine, das ist jetzt das System. Es gibt ja noch 3, 4 Planeten mehr in dem Spiel, ne? Sternstation. Aber was heißen diese Punkte? Scan nicht möglich. Ist von Schrotter nicht. Ah. Ist von Schrotter. Guck mal, du siehst sogar die Gravitation der Sonne, wie das den Raum verkommt. Das ist ja. Hab jetzt das Schiff bekommen und guck mir gerade die Navigationskarte an. Oh, das sind wir, unser Play, hier, unser System. Ist das euer Ernst? Nicht euer Ernst. Das sind alle. Das sind alle Systeme, wo man hin kann. Natürlich. Hi, ich will gar nicht so lange bleiben, weil ich es gerne selbst spielen will, sobald es auf Steam rauskommt. Deswegen nur die Frage, wie ist es bisher? Kannst du es überhaupt schon sagen? Ich habe es jetzt 45 Minuten gespielt. Bin arbeitslos geworden. Also von der Warte aus scheiße. Aber man kann ganz viel mitnehmen. Oh, nehme ich auch mit. Die Hände waschen? Nee. Ach, das nehme ich auch alles mit. Das nehme ich auch mit. Braucht man im Schiff nicht. Feuerlöscher. Unnötiger Tand. Soll ich das zumachen? Nö. Nee. Ja, ich kann halt noch nicht viel zu sagen, weil ich noch nicht viel gemacht habe, ne? Charaktererstellung habe ich sehr schnell gemacht, dann kam das raus, weil ich wäre sonst jetzt immer noch im Charakter erstellen wahrscheinlich. Muss mich da immer ein bisschen zügeln. Aber es ist anscheinend sehr groß. Ich habe gesehen, wie viele Systeme es gibt. Das reicht schon. Ja, jetzt hebe ich ab. Ist klar. Let's go. Ich werde einen riesen fliegenden Donut machen. Das sieht aber sehr hübsch aus. Okay, na dann enjoy the body steps. Yo. Ist ja bald soweit, ne? Im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich sind wir nur noch 5 Tage vor you. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben. Oh, scheiße. Also ich habe mir ja die für 80 Euro geholt. Im Oga, damit ich noch so. Alle gedrückt um Wechsel der State zwischen den Schiffssystemen hin und her. Ja gut, ich bin aufgestanden, aber macht ja nichts. Ich setze mich wieder hin. Alles gut. Was soll ich machen? Ich hab's vergessen. Die ASD, um Energie zu zuweisen. Ja, das mache ich. Mach ich zack. Mach ich. Zack. Wie mache ich das? Maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Mach ich. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt. Ah, da ist Tempo. Das sieht voll aus wie Star Citizen, ne? Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Ja. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt. Ja. 37 Weite pro Sekunde mache ich. Habe ich. Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Mhm. Boah, Wichser. Wenden wir uns den Schilden zu.
Schalten Sie Energie zu den Schilden. Schilde brauche ich nicht. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Mhm. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Ja, okay, aber wie mache ich das? Wie wechsle ich denn? Sie fliegen recht ordentlich. Hallo. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Krimson-Fliegschiff und es sitzt lange noch rein. Weg mit euch! Wo sind meine Raketen? Ja, Laser, Schmeiser. Bam, Junge, in die Fräse. Wo wollen die kommen, um mir hier. Glückwunsch. Danke. Du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt. Ja, aber ein Ding. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Immer nur da, wo angezeigt wird, wahrscheinlich, ne? Warte mal, wo ist die Anzeige hin? Scheiße. Hat irgendwas gemacht? Wie kriege ich das jetzt? Oh. Hä? Nähere dich im Flug einem Schiffswrack und drücke E. Okay, warte, wo ist das? Es springen zwei weitere Crimson Fleet-Schiffe zu unserer Position in Gantenlee. Ne, zwei Stück. Wie hab ich denn das weggemacht? Ich möchte gerne wieder sehen, wie schnell ich fliegen kann. Oh, ich bin aufgestanden. Oh, war ja, jetzt stürzt mal ab. Ach du Scheiße. Oh, wir machen eine Explosion. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich sehe mein Leben nicht mehr. Wo, wie habe ich das ausgemacht? Ich hab irgendwas gedrückt. Kann ich einfach frontal rammen? Sauberlide, oder nicht? Ja. Nein. Also nicht, bin ich Barrett, aber nö. Am Arsch. Die Höhen, die Geräte eines Schiffes ist niedrig. Fällt sie auf Null, explodiert dein Schiff. Drücke O, um dein Schiff zu reparieren. Reparatur verbraucht Schiffsteile. O. Ne, Null. Null? O? Okay. Niemals. Der fliegende Donut, also noch ist es ja kein Donut, aber später wird es ein Donut, der wird euch übelst das fürchten. Ja, wo bist du denn hin, Schiff? Komm mal her jetzt. Oh, der fliegt mir aber auch wie ein besoffener Pudel, ey. Einfach rammen. Immer gut. Wo sind sie? Das Ausmaß der Feindseligkeit der Crimson Fleet ist weitaus größer als erwartet. Ja. Wenn das so weitergeht, huch, könnte uns. Hä? Und wie mache ich das jetzt? Durch ihre unaufhörlichen Angriffe tatsächlich gefährdet werden. Sie aber sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ah. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ja, ja. Ein perfektes Piratenversteck. Jetzt mal Tab, um das Datenmenü zu öffnen. Dort kannst du auf die Sternkarte. Ja, will ich ja gar nicht. Wie kann man denn hier andocken an das Schiff? Mal andocken. Hallo. Aber schon noch eine Crew drin. Nee, jetzt stehe ich einfach auf. Hm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon kann, aber bestimmt. Das soll ja eigentlich gerade alles zeigen, ne? Hm.
steht doch Tab, öffne ich im Menü. Na, da irgendwo schlieb ich rum, genau. Ja, keine Ahnung, irgendwie geht das, aber wie war ich nicht? Reise nach Creed. Okay. Geh weg. Und ab nach Creed. Ist das weit weg? Stimmt. Ach so. Drücken oder so. Wo muss ich denn jetzt hin? Das weiß ich ja gar nicht. Da kann man da irgendwie so einen Sprung hinmachen oder sowas? Hm. Kurs festlegen. X. Da. Ah, und dann reißt der direkt hin. Oder man fliegt so, aber das dauert wahrscheinlich sehr lange. Man muss sich das auch so machen. Die Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten, bis du das Kartensymbol Creed Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus, um dort zu landen. Ja. Wie scanne ich? Ah, mit R. Okay. Haben wir es gefunden? Immer alles. Immer nichts? Immer alles. Ach so, hier siehst du dann, was für Ressourcen da sind. Aha, aha, aha. Okay. So, und dann mit X landen, okay. Aber ich könnte auch wahrscheinlich so da landen, denke ich. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Guck mal, mach das alles selber. Na gut. Eine Schrotze? Will ich hoffen. Moment, habe ich einen Helm? Brauche ich einen? Ich habe einen, okay. Nicht, dass ich jetzt hier rausgehe und sterbe. Hi. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Yes, yes, yes. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt. Und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten sie sich der Constellation anschließen, wären sie das 10. aktive Mitglied. Wieso das 10.? War doch gar keiner. Barrett würde sagen, dass wir alle vor Milliarden Jahren eins mit dem. Ich finde den Rucksack geil, den er hat. Sie kennen sich also praktisch schon ewig, aber letzten Endes braucht er sie wohl einfach nur. Die Anzahl der bekannten Menschen, die den Artefakten ausgesetzt waren, beträgt jetzt 2. Wenn sie nicht in die Mission der Constellation investieren, wird er nie mehr über ihr gemeinsames Erlebnis erfahren. Deshalb vertraut er ihnen.
um Ihre Unterstützung zu gewinnen. Cleverer Move. Erlauben Sie mir, Ihnen beim Tragen zu helfen. Also dem kann ich quasi alles geben, oder was? Nee. Das ist cool. Oder. Alles gut. Also. Weiß nicht. Das ist mein Inventar. Ach, und ich kann ihm dann theoretisch Sachen geben. Ah, hier ist die Masse. Okay, man kann überladen werden. Alles klar. Und dann kannst du ihm Sachen geben. Okay. Alles cool, Bro. Wo muss ich hin? Hier runter, alles klar. Also ein bisschen gucken hier, ne? Schauen, was hier. Also ein bisschen gucken. Achso, ich kann mich mal heilen. Hilfe. Gib mir das Leben wieder. Viel Gesundheit. Oh. Komm, den erstmal auch. Lecker. Keine Ahnung, wie viel Leben ich überhaupt habe. Ui, oh Gott. Ich würde gerne meine Waffen irgendwie durchwechseln. Aber gut, wir gehen erstmal zur Basis. Da hinten ist ein Satellit, was auch immer der macht. Okay, Rennverbrauch Sauerstoff. Da macht der auch irgendwo Sinn. Kann man da theoretisch einfach hin und dann... Silber. Blei. Aber wie baue ich... Das baue ich ja mit dem... Aber... Ah, es gibt, okay, B ist mein Waffenrad, oder was? Okay, denke ich. Erstmal alles irgendwie hinpacken. B gleich mal gucken. Nee. Aber jetzt habe ich die hier zumindest drauf. Okay, und dann kann ich die abbauen, ne? Oder nicht? Was bist du? Nix. Okay. Du Scheiße, was ist denn da hinten los? Ah, hier ist atembare Luft, okay. Nicht theoretisch über den ganzen Planeten, also würde ich jetzt nicht machen, weil ich glaube, dann bist du sehr, 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 sehr lange beschäftigt. Aber ich will wissen, was da hinten ist. Guck mal, da fliegt was rum. Was ist das? Komm ich hier runter? Fragen über Fragen. Waffnen. Achso, die landen da hinten. Das ist ja potenziell aber ein Feind, ne? Oh. Heiß. Okay. Heiß nicht gut. Ich weiß, ich soll eigentlich woanders hin, aber das ist mir egal. Ich hätte keine Zeit dafür. Ich muss andere Dinge tun. Weil noch mache ich es und dann mache ich es später nämlich nicht mehr, weil ich keinen Bock mehr habe. Wo ist denn das Camp jetzt hin? Was ist da oben? Da hinten ist was. Silber ist bestimmt wichtig für irgendwas.
Eisen auch. Aber man kriegt immer nur eins daraus. Das ist natürlich ja, schlechter Trade eigentlich, ne? Ich nehme meine Waffe in die Hand, weil ich glaube, hier könnte es jetzt zu Übergriffen kommen. Maybe. Verlassenes Bionik-Lager.